Leute, herzlich willkommen zum nächsten Standard Versus auf dem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Das erste Best of 3 habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Mono Rot gegen Mono Schwarz Aggro. Wirklich ein super schnelles Best of 3. Für heute haben wir Mono Grün gegen das aktuelle Topdeck Temur Reclamation geplant. Ich bin super gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich habe das Mono Grüne Deck bekommen. Das Deck ist immer sehr gut vorbereitet. Ich persönlich finde das Deck super cool. Natürlich jetzt gegen das aktuelle Top-Tier-Deck Temur Reclamation. Das kann halt nie einfach sein. Aber wie gesagt, die Chancen stehen auf jeden Fall ganz gut. Schauen wir mal, was passiert. Wir sehen uns zur ersten Starthand. Viel Spaß! So, willkommen zur ersten Starthand und die sieht ganz gut aus. Vielleicht ein Wald zu viel. Hauptsache, wir haben den ersten Zug. Ist ein Keep, würde ich sagen. Sieht echt ganz gut aus. Mulligan. Wir machen auf jeden Fall Pelt Collector Zug 1. Dann Us. Dann schauen wir mal. Vielleicht erst hier Zug 4. Wir haben hier sogar 4 Mana. Je nachdem, was wir nachziehen. Schauen wir mal. So. Ja, moin. Auf eine gute Runde. Los geht's. Mulligan ist genommen. Hat eine Sekunde gedauert. Los geht's. Fabled Passage. Entspannter Start. Zug 2 geht es ja erst los. Wir wollen keine Wälder mehr sehen. Stopp. Magic Arena. Nicht jetzt. Nicht im Standard Versus. Die Spiele müssen jetzt sitzen. Ich will noch ein bisschen Monogrün weiterzocken. So. Mal gucken. Bestimmt die Zug 2 Spirale. So die übliche Eröffnung. Forest. Jetzt kommt bestimmt die blaue Mana-Quelle. Ja, alles klar. Spirale. Ein Questing Beast. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Ja, ich will trotzdem den Token haben. Auf jeden Fall. Da kann nämlich nächste Runde Mass Removal kommen. Wenn es ganz schlecht läuft. 4 Schaden auf alles geht halt. Und dann bringt uns das Lovestruck Beast auch nicht viel. Mal sehen. Es kann ja jetzt Spirale, rote Mana-Quelle kommen. Noch eine rote Mana-Quelle, 4 Schaden auf alles. Spielen wir es mal lieber langsam. Ist ein Castle. Na gut. Ich meine, 5 Schaden auf dem Board reicht. Eine Blast Zone. Into Reclamation. Okay. Ja, solange das rote Mana fehlt, ist ja noch ganz okay alles. Das ist echt in Ordnung. Wir machen den Friedhof immer schön leer. Wir wollen es dem Uro ja auch nicht so einfach machen. So. Die Frage ist, wollen wir uns das Questing Beast aufheben? Wahrscheinlich schon. Könnten auch ein Brazen Borrower jetzt kommen. Mal gucken. Einfach mal schauen, was passiert. Aethergust. Ja, legen wir oben drauf, würde ich sagen. Gut genug. Gibt halt auch nochmal einen kostenlosen 1-1er, so gesehen. Und das Questing Beast behalten wir, glaube ich, wirklich die gesamte Zeit. Weil Mass Removal ist ja hier nicht so am Start. Noch eine Spirale. Ist in Ordnung. Keine Länder mehr. Das hat nicht ganz so geklappt, wie es eigentlich klappen sollte. So wie es aussieht. Das ist doch Temur Reclamation, oder? Das ist doch nicht Simic Ramp Reclamation. Da muss rotes Mana fehlen. Vielleicht wird hier jetzt über die Blast Zone was gemacht. Oder einfach Scry. Irgendwann werden die Karten schon reinkommen. Was haben wir da? Wirklich die Blast Zone? Nee. 8 Mana. Ein Shark Typhoon. Ein guter. Nee. Shark Typhoon. Doch, es ist ein Shark Typhoon. Der gute Shark Typhoon. Ja, ein 6-6er Token. Solide. Sehr solide. Komm, 9 Lebenspunkte. Das ist doch machbar. Ist das der Questing Beast Moment? Da muss man schon das Questing Beast blocken und es kommen 6 Schaden durch. Die Frage ist, reicht das? Wenn das ein Aethergust ist, ist es natürlich super nervig.
Da sind nicht so viele im Main-Deck. Ja, Questing Beast, würde ich sagen. Wir müssen jetzt Druck machen, ansonsten wird das nichts mehr. Sauber. Wichtig. Und dann Angriff mit allen. Ja. Auf jeden Fall. Das darf jetzt nicht länger dauern als ein, zwei Runden. Block den Pelt Collector raus. Na gut. Das ist okay. Das ist sehr okay für uns. Ja. Auf zwei. Vielleicht wird jetzt was mit der Blast Zone gemacht. Oh, stark. Sehr stark an der Stelle. Die Blast... Ja, doch. Blast Zone auf... Ne, die kriegt man nicht auf 4. Auf 2 reicht ja. Blast Zone gegen Scavenging Ooze. Der Shark gegen das Questing Beast. Dann geht man auf 1. Irgendwie so? Mal gucken. Noch ein Shark Typhoon wäre noch besser, natürlich. Noch... Ist das noch ein Shark Typhoon? Das wäre so übel jetzt. Ohne rotes Mana. Noch so ganz entspannt. Das wäre frech. Das wäre heftig. Das sieht nach noch einem Typhoon aus. Ein Typhoon und ein Counter. Wirklich. Wahrscheinlich. Oh, das ist richtig übel. Okay. Ja, ich würde sagen, Questing Beast ist ganz gut. Der Forest war es halt einfach gar nicht an der Stelle. Richtig übel. Richtig übel. Schade. Schade, 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 schade. Na, mal sehen, das ist noch machbar. Darunter liegt vielleicht ja die Nissa. Wäre das Questing Beast in den Friedhof gegangen, das wäre schon noch besser. Für die Us. Einer greift an. Nee, noch nicht, okay. Das wäre echt mutig. Mal gucken. Wobei Blast Zone gegen Us ist ja immer noch ein gutes Play. Ich glaube, ich würde die Blast Zone einfach, ja, aufladen. Dann vielleicht hier das Castle noch tappen. Wenn das Mana passt. Nummer 2, enttapp alle. Das kostet 3 zum Aktivieren. 1, 2, 3. Ne, passt nicht ganz. Ja, oder man macht's sofort. Falls wir noch eine Us ziehen. Wir fressen nur die Sachen aus dem gegnerischen Friedhof. Wegen dem Uro natürlich. Aber nicht unsere Kreaturen. Ich glaube, die Lebenspunkte bringen es hier nicht. Lieber noch eine Us nachziehen. Oder was Besseres natürlich. Besser geht immer. So. Einfach mal hier alles raus. Na, stark. Ich sag, greifen wir mit dem Questing Beast an oder nicht? Lohnt sich ja kaum, mit dem Questing Beast anzugreifen. Das wird einfach getradet, fertig. Das ist übel. Zu viele Länder gezogen. Na, müssen wir das Beste draus machen. Mal schauen. Ich glaube, wir greifen nicht an. Falls wir eine Vivian ziehen. Wir greifen, glaube ich, nicht an. Ja, wir sagen Go. Unangenehm. Sehr unangenehme Situation. Opt, okay, da kommen jetzt vielleicht, kommen eine Runde lang nicht die krassesten Karten. Und jetzt kein Wald auf dem Deck. Dann packen wir das wirklich nicht mehr. Scry nach unten. Gutes Zeichen. Komm, 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 komm. Nicht noch ein Shark-Typhoon oder sowas. Das würden wir nicht packen. Heftig. So, was kommt da jetzt? Kommt nur eine Castle-Aktivierung, fertig. Oh, Angriff ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Relativ schlechtes Zeichen. Dann kommt bestimmt noch was.
Wir müssen vielleicht, ja, vielleicht müssen wir schon angreifen. So, was ist das jetzt? Komm, keine Castle-Aktivierung. Wirklich noch ein Shark-Typhoon? Das wäre krass. Dreimal Shark-Typhoon, bevor man überhaupt zwei rote Mana-Quellen hat? Das wär eine Performance auf jeden Fall. Das ist bestimmt... Ja, wobei, man kann ja jetzt Doppelrot generieren. Oh, ich wollte gerade sagen, es ist eine Explosion. Das ist übel. Ja, jetzt müssen wir angreifen, weil wir sonst gegen die Haie verlieren. Wir brauchen eine gute Karte jetzt. Und ich hoffe, da sind keine Counter oder so nachgekommen. Komm, komm! Schade! Der Gemraiser, das reicht nicht. Das reicht leider nicht. Good game. Es ist noch ein Aethergust. Da haben wir keine Chance gegen. Gemraiser. Ja, das bringt nichts. Er zwingt ja noch nicht mal einen Block. Good game. Für 12. Puh. Müssen wir zum Sideboard. Gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so einfach. In dem Matchup, jetzt können halt Kreaturen aus dem Sideboard kommen. Das ist halt die Sache. Aber Ceratops ist immer noch eine richtig gute Karte. Ich glaube, den vierten Gemraiser will ich gar nicht haben. Vielleicht wird sogar die ein oder andere Reclamation rausgebordet eben für Kreaturen. Da müssen wir echt mal schauen. Ich glaube, Interaktion brauchen wir nicht ganz so viel. Ich nehme mal zweimal Primal Might raus. Und die Sache ist, die Vivien ist nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist mit die schwächste Karte hier. Ich will immer eher Questing Beast oder Ceratops, glaube ich, ziehen. Oder? Besonders, wenn Mass Removal kommt. Dann ist die Vivien nie so gut auf wie Nissa. Ich glaube, ich versuche es so. Ja. Dann schön on the play. Druck aufbauen. Komm. Und die nächste Starthand. Jetzt haben wir ja den ersten Zug. Wir haben Spiel 1 verloren, weil wir eindeutig zu viele Länder hatten. Mulligan. Besser. Akzeptabel, würde ich zumindest sagen. Ich leg mal die Nissa weg. Auch wenn da noch Mana kommen wird. Wir kennen das Spiel. Auf eine gute zweite Runde. Mal sehen. Komm. Punkt für Monogrün. Dann noch ein schönes drittes Spiel. Das war echt ein harter Start. Ja, Mana kommt rein. Wie erwartet. Ja, wir haben ja jetzt was zu tun. Passt perfekt. Ist okay für den Anfang. Mal schauen. Direkt schön. Spirale ist am Start. Spirale ist immer am Start. Oder Counter. Mal sehen. Kann natürlich auch sein. Für die Bestie. Ja, tatsächlich. Irgendwas wird auf jeden Fall kommen. Ah, ist der Counter. Aethergust. Legen wir aber oben drauf. Gerade weil die Bestie 5-5 ist. Das kann hier nochmal recht wichtig werden. Legen wir auch nächste Runde. Wenn wir nämlich noch ein Land ziehen sollten, hat der Ceratops direkt Eile. Dann können wir die auch so legen. Nochmal schön den 1-1er. Das ist aber echt nicht der schnellste Start. Mal sehen, ob das so klappt. Zumindest der kostenlose Token. Nein, natürlich nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, dann Serpent für 3 hinterher. Jetzt nächste Runde Mars Removal wäre bitter. Aber 2 Power, das reicht noch nicht für das Spiel. 6 schon eher. Na, jetzt rote Mana. Ne, hier sind ja rote Mana-Quellen. Triom ist am Start. Land. 4 Schaden auf alles. Wäre übel. Mal sehen. Oder Reclamation. Oder Embusher. Zug 4 ist halt super stark. Reclamation, okay. Reclamation heißt halt kein Mass Removal. Noch ein Ceratops. Doppel-Ceratops ist halt auch okay. Kostet 4 zum Aktivieren. Kann nicht gecountert werden. Deswegen eventuell relativ gut hier. Unfassbar. Unfassbar. Es ist natürlich genau Aethergust. Das geht natürlich. Das glaube ich doch nicht. Der zweite Gast, perfekt. Okay, wenn, kommt aber auch ein Aethergust an der Stelle. Disput wird wohl nicht im Deck sein. Nach dem Sideboarden. Ich habe den Ceratops mal runtergelegt. Das wird ja wohl nicht noch ein Aethergust sein, oder? Komm schon. Komm, komm, Ceratops, wir brauchen den Punkt. Jetzt. Ja. Komm, leider sind das nur 7.
Reicht das? Oh, spannend. Wahrscheinlich reicht es noch nicht. Kommt bestimmt ein Shark-Typhoon. Ein 3-3er. Das wäre okay. Ein Shark-Typhoon wäre wirklich in Ordnung. Good game! Nein, es reicht! Es reicht sofort. Oh, Spiel 3. Das ist zu spannend für mich. Sauber! Leute, wir haben noch einen Versuch. Monogrün ist noch im Rennen. Komm. Spiel 3, das packen wir. Wollen wir on the draw noch was ändern? Wir haben eine Reclamation gesehen. Also mindestens 1, 2 sind noch im Deck. Will ich wieder Vivian spielen? Ceratops ist auch immer unblockbar meistens. Gegen Uro und alles. Ceratops ist schon gut. Ich glaube, ich lasse das so. Vielleicht eine Vivian. Vielleicht doch eine Vivian. Machen wir so. On the draw, komm. Geht sofort weiter. Wunderbar. Komm, gute Starthand. Wichtig. Gerade jetzt on the draw. Mhm. Na gut. Na gut. Schauen wir mal. Ich würde sagen, geht schlechter, geht deutlich besser. Auf eine gute Runde. Oh, 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 oh. Okay. Oh, Pet Collector, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Macht das Ganze ein bisschen aggressiver. Wichtig. Ich habe aber das Gefühl, dass wir dieses Spiel das Mass Removal abkriegen. Ich mach mal so. Mal gucken. Vielleicht kommt ein Counter. Nee. Diesmal wohl Spirale. Ja, ich habe das Gefühl, dieses Mal kommt der Wrath. Habe ich wirklich so ein Gefühl. Spirale, Landdrop, Land, 4 Schaden auf alles. Und wir machen Land, wir machen genau das gleiche nochmal. Eventuell. Aber vielleicht kommt auch Land Reclamation, wie bisher immer. Aber nee. Ja, vielleicht wartet man auch mit Mass Removal. Wir wollen halt nicht zu sehr da reinspielen. Noch ein Pelt Collector. Ehrlich. Oh, wenn jetzt ein Nightpack Ambusher kommt, ist richtig übel. Wir müssen aber angreifen. Wenn wir aufhören anzugreifen, das gewinnt keine Spiele. Die Frage ist, wollen wir Doppel-Pelt Collector da reinlegen? Die werden halt stärker, wenn was geblockt werden sollte. Ja, komm. Wir machen Doppel-Pelt Collector an der Stelle. Könnte wirklich ein Ambusher sein. Oder gar nichts? Eventuell schön ins Mass Removal reingespielt. Jetzt an der Stelle. Mal sehen. Ja, vielleicht wurde einfach eine Runde gewartet. Komm, wir brauchen dann aber noch dringend Länder für die Nissa. Komm. Das dauert zu lange. Kein Mass Removal gefunden. Haben wir Glück gehabt? Vielleicht haben wir Glück gehabt. Oh, wow. Okay. Aber hier passiert... Ja, wobei, Blast Zone für 1 sprengen geht halt auch, ne? Ist nicht schlecht. Macht man doch einfach, oder? Wahrscheinlich. Ja. Nein! Da müssen wir mit dem Pelt Collector jetzt aber Schaden drücken. Es ist ein Shark-Typhoon. Wenn es ein... Ja, es ist ein Shark-Typhoon. Und ganz viel dahinter irgendwie. Aber nur ein 3-3er Shark-Typhoon. Interessant. Gefällt mir nicht. Da kommt ja auf jeden Fall noch irgendwas. Noch eine Nissa, super schlimm an der Stelle. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, wir legen noch einen Troll für die Trigger. Dann kann man einen Pelt Collector rausblocken umsonst? Das wäre aber recht gefährlich. Hauptsache, wir haben nur Pelt Collector und Trolle. Hauptsache, hier ein Full House am Start, ne? Ganz wichtig. Mal sehen, ob das gewinnen kann. Jetzt der Ambusher. Das sind 2 gute Blocks sogar. Wir haben halt nichts. Wir müssen auf jeden Fall angreifen. Je länger das dauert, desto schlimmer wird das. Ja, das sind 2 gute Blocks. Ist okay. Auf 6. Das ist noch akzeptabel. Nur Doppelnissa. Wie ärgerlich ist das denn jetzt hier? Das gibt's doch nicht. Das ist übel. Ein Ceratops. Nee, Ceratops bringt halt auch nichts. Ich hoffe, wir ziehen jetzt nicht Ceratops oder Questing Beast. Das wäre so traurig. Das wäre so traurig. Wenn wir das Spiel so abgeben. Das gesamte Match so abgeben. Wegen dem Mana. Aber auch das gehört dazu.
Muss auch mal sein. Nur ganz schlechter Moment für sowas. Das Blöde ist, die Blast Zone ist immer noch da. Das packen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht. Nicht ohne Mana. Eine Vivian würde gehen. Es würde so einiges gehen, aber nicht mit drei Ländern. Ein Gemraiser würde ich auch nehmen. Ein Gemraiser wäre nicht schlecht. Eine Ooze. Eine Ooze. Geht. Kann zumindest sehr stark werden. Aber auch dafür bisschen wenig Mana, ne? Oh, und die Wölfe vermehren sich hier. Oh, das ist ganz schlecht. Und wir haben halt für immer das Blast Zone-Problem. Das wird leider nichts mehr. Schade, nicht schnell genug gewesen. Und dann halt nicht die Länder gefunden. Bisschen ärgerlich. Ja, Blast Zone. Wirklich gut. Macht die Ooze ein bisschen stärker, aber das kostet so viel Mana und ist so langsam. Na, mal sehen. Noch ist das nicht vorbei. Uro. Ah, zum Glück haben wir die Ooze. Wenigstens etwas. Aber jetzt auch wieder 9 Leben. Und das Deck hat halt jetzt, ja, 12 Mana die Runde. Ich glaube, mit 3 Mana könnte das schwer werden. Die gute alte Reclamation. Aha. Ja gut, den Uro haben wir. Aber das löst nicht unsere ganzen anderen Probleme. Island. Na gut. Da kann jetzt nicht mehr viel kommen. Schöner Angriff. Ja. Da haben wir so 3, 4 Runden wahrscheinlich. Da kommt gleich noch irgendwas Krasses dazu. Im Zweifel der nächste Shark-Typhoon. Für mal einen richtig großen Hai. Und dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. So, komm, wir entfernen kurz den Uro. Das wird uns jetzt auch nicht das Spiel gewinnen, da den Uro ins Exil zu schicken. 3-3er U. Sehr gut, die U kann als 6-6er angreifen. Ist immer noch schlecht. So gesehen. Okay, es ist nur eine Castle-Aktivierung. Das geht ja noch. Das ist wirklich noch akzeptabel. Komm, wir ziehen. Was können wir denn ziehen, was richtig gut ist? Vielleicht trotzdem der Gemraiser? Ah, so ein Gemraiser wäre nicht schlecht. Wäre die Us 5-5? Doppelscry nach oben. Jo. Das ist nicht gut. Warum war da ein Stopp? Ah, Aethergust. Ich wollte gerade sagen. Der gute Aethergust. Die Frage ist, wollen wir die Us überhaupt noch haben? Eigentlich nicht. Eigentlich hätte ich aktivieren sollen, weil wir nichts machen können. Aber das Spiel ist leider verloren. Das ist das Hauptproblem daran. Das Spiel ist leider verloren. Aber die nächste Us kann halt wieder stärker werden dadurch. Wir hätten uns halt in Response jetzt hier noch 3 Lebenspunkte machen können, aber ja, dann hätten wir natürlich den Troll nicht beschützen können. Ganz wichtiger Move an der Stelle. Jetzt werden die Aethergust schon rausgeschmissen einfach. Ja, aber das kann man sich hier scheinbar auch schon erlauben. Ja, lassen wir durch. Können wir da mit Land Nissa nochmal rauskommen? Nicht wirklich. Das ist bestimmt ein Shark-Typhoon oder so. Hab ich irgendwie im Gefühl. Die letzte Karte wird noch irgendwas sein. Oder? Oder nur Castle? Ist ja auch nicht schlecht. Oder eine Explosion. Das könnte eine Explosion sein. Aber die würden wir noch überleben. Wir können leider nicht gewinnen. Nicht gegen 9. Questing Beast wären 6. Nissa sind 5.
Wenn wir einen Nisser legen, dann könnten wir wieder blocken, noch einen Nisser legen. Na, ganz vorbei ist das nicht. Die Chancen stehen unfassbar schlecht. Ja, okay. Dann haben wir auf jeden Fall verloren. Es ist der Gemraiser. Ja, krass. Aber dann haben wir auf jeden Fall verloren. Ja, good game. Gemraiser, du bist ein bisschen zu spät. Aber schöne Matches, schön spannend, aber das hier war leider nicht optimal. Nissa hat's da nicht gerissen, nicht mal das Spiel betreten. Schade. Ja, aber good game. Reclamation kommt in die nächste Runde. Schade für Monogrün, aber good game auf jeden Fall an der Stelle nochmal. Und ja, wir hoffen natürlich, dass das Ganze euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Wenn dem so ist, denkt an den Daumen hoch. Würden wir uns wie immer mega freuen. Und an der Stelle können wir euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.